Herzlich willkommen in meiner Küche bei der Zubereitung von Tomatenbaguette. Ich wandle das Rezept etwas ab und zwar benutze ich noch Parmesankäse mit dazu. Das steht da eigentlich nicht mit drin. Wir brauchen 50 Gramm getrocknete Tomaten, 2 Stängel Basilikum, 20 Stängel Rucola, 250 Gramm Butter, zimmerwarm, Salz und Pfeffer. Und ich habe jetzt hier insgesamt so circa 100 Gramm Parmesan. Ob ich alles brauche, das weiß ich noch nicht mal. Das wird hinterher einfach nur drüber gestreut. Dafür gebe ich als erstes den Parmesan in den Mixtopf. Wichtig ist, der Mixtopf muss komplett sauber sein, damit da nichts kleben bleibt, also auch komplett trocken sein. Und zwar machen wir jetzt 10 Sekunden auf Stufe 9. Das reicht. Ja. Das wird hinterher nur drüber gestreut. Das, was ich nicht brauche, kann ich in eine Dose packen, Deckel drauf und wieder ab im Kühlschrank. Ich hatte das Stück Parmesan noch gehabt und bevor es mir schlecht wird, kann ich es besser einmal hiermit jetzt verwerten. Meine Freundin hat das Rezept schon gemacht. Sie hatte auch Parmesan benutzt. Es schmeckte super lecker. Daher mache ich jetzt auch mit Parmesan. Wie gesagt, das Stück musste eh weg. Ich stelle es mir jetzt erst zur Seite. Dann kommen jetzt erst unsere Kräuter dran. Quatsch, unsere getrockneten Tomaten kommen erst dran. Die sind in Öl eingelegt. Die gebe ich da jetzt einfach rein. Und mache 10 Sekunden auf Stufe 7. Schaue ich erst, ob mir die Konsistenz reicht, denn das Rezept ist eigentlich nicht für den Kalli oder sonst irgendeine Zaubermaschine gedacht. Das ist nämlich ein ganz normales Rezept von einer Tupperware-Firma. So schaut es aus. Könnt ihr das so sehen? Ja, ne? Schon so ein bisschen mußig, aber das darf auch sein. Als nächstes geben wir Rucola und Basilikum dazu. Und machen das Ganze erneut, aber jetzt auf 15 Sekunden Stufe 7. Teilweise große Sachen, große Blätter zwischen. Da gehe ich hin und schiebe das mit meinem Spatel alles nochmal nach unten und nutze gleich ganz kurz die Turbo-Funktion. Ist nur, dass wir die Blätter auch klein kriegen, dass wir gleich nicht so viel auf einmal dann im Mund haben. Jetzt 5 Sekunden. Und ich schaue erst wieder rein. Ja. Es ist zwar jetzt noch ein etwas größeres da, ja. Aber wir haben ja auch noch Zähne im Mund. Wer es ganz fein haben möchte, der muss halt nochmal anstellen. Ich habe das Rezept vorher für den Kalli noch nicht probiert. Ich habe mir das vorhin im Kopf einfach so umgeschrieben. Deswegen muss man sich da ein bisschen rantasten, wie das genau funktioniert mit Kalli. Ich habe bei den Zutaten gerade noch gar nicht erwähnt, dass wir natürlich auch für Tomatenbaguettes Baguettes brauchen. Ich habe mir 4 Stück gekauft, jeweils im Zweierpack. Die müssen noch fertig aufgebacken werden, aber das machen wir dann direkt mit unserer Tomatencreme. Die Butter ist zimmerwarm. Die müssen wir jetzt einfach nur mit unserer Masse vermengen.
Und zwar nehme ich dafür 20 Sekunden auf Stufe 4. Die schaut schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dafür stelle ich das Ganze noch mal eben für 10 Sekunden an auf Stufe 3. Eben Salz und Pfeffer zur Seite. Hier seht ihr jetzt meine Baguettes. Drei Stück habe ich schon fertig geschnitten. Das vierte wollte ich euch einmal zeigen. Ich schaue einmal in die Kamera, ob ihr es noch sehen könnt. Natürlich nicht. Dann tausche ich einmal die Plätze. So. Und zwar einfach jetzt einschneiden. Wichtig ist, dass es nicht durchgeschnitten wird, nur einschneiden. Und das circa alle 2 cm. Ihr könnt das dann auch direkt am besten schon aufs Backblech geben und darauf befüllen, sonst könnte es sein, dass euch das auseinanderfällt. Der Backofen wird auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und das Ganze wird ungefähr 10 Minuten gebacken. Ich zeige euch jetzt auch nur das Befüllen von einem Baguette. Die anderen drei werden natürlich genauso gemacht. Und da ich das Ganze dann erst für heute Abend benötige, und man das noch warm servieren soll, werde ich euch heute Abend einfach nur ein Foto davon machen und das in ein Video einfügen, damit ihr auch das Ergebnis dann sehen könnt. So, einfach immer ein bisschen Masse aufs Messer streichen und das dann vorsichtig dazwischen schieben. Ich muss dich kurz unterbrechen, es hatte geklingelt. Wie gesagt, einfach so ein bisschen das Baguette anheben, dann kann man ganz leicht die Masse reinschieben. Man kann auch direkt mehr von der Tomatenbutter fertig machen und dann kann man den Rest einfrieren, was man nicht braucht. Und so hat man dann, wenn man spontan grillen möchte, immer eine schöne Tomatenbutter fertig und muss nicht erst frisch fertig machen. Versucht das oben so ein bisschen glatt zu streichen. Aber es ist das passiert, was ich befürchtet habe. Und zwar ist mir das schon ein bisschen auseinandergefallen. Aber das ist nicht schlimm, weil es wird hinterher sowieso in Stücke geteilt, wenn man es essen möchte. Jetzt gebe ich gleich nur noch den Parmesan darüber. Ihr könnt natürlich auch selbstgemachtes Baguette nehmen. Dann dürft ihr es aber nicht bis zum Ende backen, sondern vorher rausnehmen. Am besten abkühlen lassen, damit ihr das auch gut anfassen könnt. Und dann erst befüllen und dann ungefähr 10 Minuten backen. So, jetzt hole ich mir kurz einen Löffel dazu. Ihr könnt entweder den Parmesan mit in die Schlitze rein machen oder einfach ganz normal drüber herstreuen, dass überall was hinkommt. Ihr könnt ihn auch ganz weglassen, wenn ihr ihn nicht mögt. Wie gesagt, das Rezept ist eigentlich ohne Parmesan. Das könnt ihr machen, wie ihr halt Appetit drauf habt. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit und das Foto folgt dann später.